Ich gebe nicht auf, World of Tanks, ich will es noch lernen, ich will besser werden, ich will zum besten Panzerfahrer der Welt werden. Und deswegen habe ich hier wieder Matti Sandquist von der PC Games, von der Play 3, von allen Heften, die wir haben. Und den Oliver Hake von der BAFT. Und dieses Mal machen wir es so, dass die beiden Herren mir nicht reinblöken müssen, was ich zu tun habe, sondern der Olli Hake zeigt uns hoffentlich möglichst erfolgreich, wie er das Ganze spielt. Auch mit einem Jagdpanzer, glaube ich. Richtig, ne? Ich habe aber kein Tier 10 ausgewählt, weil ich mag den Jagdpanzer E100 nicht so gern. Der ist einfach viel zu groß, viel zu behäbig. Die Nachladezeit ist ewig gefühlt. Ja. Ne? Ich muss gestehen, ich spiele sehr ungern Jagdpanzer, echt? Muss ich sagen. Ja, also ich bin sehr, sehr gerne mit dem mittleren Panzer unterwegs. Also mein Liebster ist eigentlich der Jagdpanzer, aber der ist Tier 7. Kommen wir jetzt mal zu Tier 9, um was Vergleichbares zu haben, weil das ist nämlich der Jagdtiger. Der hat ähnliche Qualitäten wie der E100, allerdings finde ich, ist er doch ein bisschen, ja, sag ich mal, abwechslungsreich bei nutzbar. Moment, ich wähle auch mal aus. Hier haben wir ihn. Da ist er, schön in Tarnfarbe angemalt. Aber der ist, also ich finde auch, der sieht nicht schön aus. Doch, so, natürlich der ist auch natürlich sehr, sehr wichtig bei Panzern, wie die Kanone, die Länge ist so. Nee, also es geht mir nicht ums Aussehen, aber ich finde, auch für einen Jagdpanzer ist der echt hoch. Der ist auffällig. Also den Großtarn brauchst du den nicht. Also hier auch in Tarnitz oder so brauchst du nicht einstellen, weil das ist vergebene Liebesmühe. Okay. Ja. Deswegen habe ich hier andere Module eingebaut. Ich habe auch den schnellen Nachlader reingebaut. Ich habe die schnellere Anziehzeit. Ich habe einen Scheren-Dingsbums. Hier Fernglas, wofür ja auch alle gesagt haben, muss man nicht unbedingt wegen der Sichtreichweite. Ich habe es drin, weil ich habe das Gefühl, ich kann dadurch weiter sehen. Könnte mich schelten, falls nicht so ist. Aber da ich ja eben meistens so rumstehe aus sicherer Distanz, ist das Ding ganz cool. So. Welche Lafette verwendest du denn da? Ist das doch die kurz-kleinkalibrige 12,6, die große habe ich erst. Da brauchst du ein bisschen Punkte. Ja. Okay. Ich brauche noch ein paar Punkte, aber vielleicht machen wir die ja heute. Weil wir dieses Mal ja auch übrigens nicht meinen Super-Duper-Account für Idioten benutzen, sondern einen selbst erspielten, wirklich hart erarbeiteten, richtig? Ja, so also keine Kauferei, kein Betrug, kein Presse-Account, alles wirklich brav gespielt. Ich will auch gar nicht bis Tier 10 hochspielen mit dem Ding, weil ich stehe gar nicht auf diese fiktiven, projektierten Panzer, die da sind. Also ich möchte nur die Sachen verwenden, die es auf dem Schlachtfeld auch gab. Ach, so viele Jagdtiger gab es. So einer bist du. Auch nicht, aber egal. Na gut. Es gab welche. Es gab welche. Dann würde ich mal sagen, wir spielen historisch korrekt los, oder? Ja, auf Gefecht, so ist. So, was für eine Karte haben wir? Ja. Moment noch, warten. Da, Kloster haben wir. Ja, ja. Wie steht deine Karte? Ja, also... Also ich fühle mich wohl im Kloster, also privat. Nein, sie ist relativ klein, das muss man sagen. Sie ist eine der Maps, die du als erstes sozusagen siehst, wenn du mit World of Tanks anfängst. Ja. Sie hat ein interessantes Gelände, sehr abwechslungsreich. Man sieht das hier vielleicht schon ein bisschen da, schau mal. Da hinten ist noch so ein Plateau in der Mitte, um das sich gerne gestritten wird. Und wir haben noch links unten dann den kleinen Flusslauf und rechts noch so ein kleines Städtchen. Das Gute ist, was man hier schon sieht beim Line-Up, wir haben, jetzt habe ich so ein bisschen die Wahl, was ich zu tun habe. Ich könnte jetzt den Vorstoß direkt unterstützen, indem ich mit auf das Plateau fahre, allerdings ist das nicht so sinnvoll, denn ich kenne hier vorne, das ist dieser kleine Felsen, den kenne ich schon gut aus vielen Partien mit meinem Jagdpanzer. Ne? Und da hat man nämlich einen ziemlich guten Blick. Das ist wieder so eine Camper-Nummer gleich, ne? Ja, total. Wieder so eine Feigen-Nummer. Das ist ein Jagdpanzer. Ja, eben. Ne? Deshalb spiele ich ja viel lieber dann die mittleren Panzer. Mit dem bin ich sehr, sehr mobil. Und du schaust jetzt da hin. Ich schaue jetzt genau auf diese schmalen... Oh, da sind sie leider schon durch. Verdammt. Der eine Scout war zu langsam da, aber... Oh, genau. Und ein Treffer gelandet. Was haben wir denn da erwischt? Ja. Tier 9 auch, ne? Genau. Ich weiß nämlich, dass die nämlich da immer hochfahren, deswegen kriegen die gleich einmal von mir mit. Und zweitens, ich muss hier hinten auf der rechten Seite, muss ich nämlich meine Kollegen decken. Okay. Denn wenn die sich da oben positionieren, können die nämlich unsere Formation in den Rücken oder in die Seite schießen. Also bin ich deren Rückversicherung. Jetzt war eine blöde Frage. Weil du hast ja gerade eben gesagt, die fahren da immer vorbei, ne? Ja, da sind sie. Aber die wissen das doch. Also warum fahren die denn da vorbei? Geht's denn anders? Matti, kannst du mir anfangen? Ich würde sagen, es gibt Leute, die das wirklich. Also bei der Karte kenne ich mich nicht hundertprozentig aus, muss ich sagen. Ich spiele die vielleicht am Anfang so recht häufig, aber jetzt heutzutage, wenn ich es spiele, alle 10 Karten mal spiele ich diese Map. Dadurch kann ich das jetzt nicht genau sagen. Kannst du beantworten? Dann pass auf, lass mich dann was sagen. Weil die strategische, die Position da oben taktisch so wichtig ist. Das ist riskieren wir. Richtig, sie müssen eigentlich da hoch. Okay. Weil wer die Mitte beherrscht, der beherrscht in der Regel auch die Karte. Vor allem, weil man Sicht auf die eigene oder feindliche Artillerie von da oben hat. Deswegen müssen sie da oben hoch. Und es ist ja nicht immer so, dass in einem Random-Gefecht einer so schlau ist wie ich und sich da hinstellt und ihnen einen mitgibt. Und vor allem, der eine Treffer, den kann man auch zur Not verschmerzen, wenn du die Kette nicht wirfst. Ne? Weil dann ist, genau, und repariert wird ja auch.
auch, oder? Ja. Ich verstehe es immer nicht so ganz, was da wann das repariert dauert wird. Das dauert, ne? Es werden Module nur repariert, also man bekommt dann nicht nochmal so die Lebensenergie. Ja. Siehst du, und da guckt er raus. Oder? Das Dumme ist halt, er schaut immer nach vorne, guckt wieder raus und ist auch nur mit dem Turm. Mhm. Und das ist schwierig zu treffen bei ihm, beziehungsweise ich kriege häufig einen Bounce mit meiner Kanone. Mhm. Deswegen muss ich warten, bis er sich besser präsentiert. Jetzt zum Beispiel könnte ich versuchen, den Turmkranz zu erwischen. Nee, leider daneben. Und komm, nachladen. Da jetzt habe ich das Heck. Bleib stehen. Ja! Yes! Yes! Das war der erste. Ja. Jawohl. Also jetzt ist kaputt. Ja, genau. Ich habe ihn oben, siehst du hier, oben Storyteller 1, ne? Mhm. Habe ich einen erwischt. Und jetzt mal rechts gucken. Nee, zeigt sich noch keiner. Ich muss immer ein bisschen schauen, weil mir einer in die Flanke schießt, dann ist scheiße. Ne? Von vorne dann ist scheiße. Genau. So, jetzt wieder der nächste. Ja. Ein Tier 7. Gut. Das dürfte mit einem Treffer klappen vielleicht, oder? Das klappt. Wenn er so lange den Turm nur zeigt, der ist ein bisschen gerundet, ja. Der ist gut gepanzert, da habe ich Probleme. Ne? Der muss sich schon ein bisschen mehr zeigen. Komm, Junge. Ich finde, es wird... Oh, schau mal. Gegnerischer Stützpunkt wird erobert. Da oben haben sie die Artillerie entdeckt, aber unser Scout, den hat es auch erwischt. Jetzt könnte unsere Artillerie deren Artillerie abschießen, wenn er aufmerksam war. Ist halt die Frage, ne? Wie weit kann denn die Artillerie schießen? Übers ganze Feld in der Regel. Komplett. Aber es muss dann was aufgeklärt haben. Man muss immer bedenken, die Artillerie schießt mal so einen Bogen. Das heißt irgendwie, wenn man... So ballistisch. Genau. Mhm. Und dadurch können sie dann auch über Häuser schießen, also über Berge. Und aber wie zielt die dann? Also man sieht eine Karte, so eine eigene Sichtweise. So, okay. Jetzt muss ich mal langsam hinterher, weil das Problem ist, da zeigt sich keine Sau mehr und ich kann jetzt mit meinem Tier 9 nicht einfach hinten stehen und abwarten. Du kannst da einfach, weil bei mir hieß es ja, wenn ich nach vorne fahre wie ein Vollidiot, ja, fährst du jetzt einfach vorne. Mal. In der Phase geht es schon wieder, richtig, weil das Gefecht ist wirklich in der Mitte und jetzt da unten ist wenig los. Also weil ich jetzt einfach weiß, dass das Feld hier relativ sicher sein wird. Und schau mal, wie ich anfange. Ich erwarte jetzt den Gegner von rechts, ne? Mhm. Und dann ist es halt so, dass ich ein bisschen weiteren Umweg fahre, damit ich halt gerade auf ihn einlenken kann, weil ich habe ja nur diese starre Kanone nach vorne. Und das ist halt das Problem, wenn ich halt direkt vor ihm drehe, dann bin ich sehr lange in seinem Schussfeld und kann selber nicht schießen. So, und jetzt hinten ist noch einer. Da lebst du schon ganz schön gefährlich. Ich weiß, aber es gibt ja nur eine Artillerie. Das ist halt ja aber. Ach, und Bounce, scheiße. Ja, ja. Der ist doch ziemlich groß im Blick, den willst du sogar ich treffen. Ja, aber nicht an der richtigen Stelle. Ja. Ich habe meistens Abpraller. Ich kann versuchen, ihm Komponenten zu zerstören. Das probiere ich jetzt nochmal. Warte mal, da. Da wäre. Winkelspiegel, komm raus. Das ist ein Spiegel. Da rechts. Winkelstreffer, so. Winkelstreffer ist super. Also sein Spiegel ist jetzt kaputt, ist ein Rückspiegel. Nein, sein Winkelspiegel und zwar, dass er nicht mehr so gut sehen kann. Ne? Einfach eine Komponente im Panzer anvisiert und abgeschossen. Und das sind die immer repariert werden, ne? Ja, genau. Jetzt braucht es eine Weile für ihn und er ist abgelegt durch meinen Kollegen vorne. Und jetzt probieren, vielleicht klappt's. Wenn ich jetzt keinen Schuss in die Seite bekomme, dann ist alles okay. Ja, ich bin durch. Einfach mal riskieren. Muss manchmal auch was riskieren, um erfolgreich zu sein. Jagdpanzer, die dann ungefähr 10 Kilometer die Stunde fahren. Ich kann es nicht ausmachen. Ja, mit Jagd hat das nichts zu tun. Warte mal. Jetzt mal Ruhe. Da ist er, der Ruhe. Jetzt, ne? Da unten die Ecke. Tief in die Wanne. Das ist genau die Schwachstelle bei dem. Das reicht dann ein Schuss. Ja, klar. Weil wenn du tief in die Wanne stehst, dann sind sie als schwach gepanzert und das reicht dann. Wenn was war das jetzt für ein Panzer? Ach, keine Ahnung. Ja, war schon kein schlechter. Keine Ahnung, weg damit. Hauptsache weg. So, jetzt versuche ich mal da hinten die Artillerie zu erwischen. Die stand ja da und da stand noch Panzerjäger. So. Ob das gut geht? Naja, sie stehen ja meistens da oben, ne? Also, was war oben? Was war das? Ach, der Hund, der kann mich da treffen, ne? Der Hund. Jetzt bin ich ja froh, dass nicht nur mir sowas passiert immer, weil ich weiß nämlich dann immer erstmal 5 Minuten lang nicht, wo es herkommt. Scheiße, daneben. Und schon wieder. Nee, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Und jetzt rückwärts fahren. Bloß nicht komplett umdrehen. Weil wenn ich. Achso, aber wenn wir den Arsch hinstreckt, ist es schlecht, ne? Richtig, aber jetzt muss ich was riskieren. Ich bin so unter Feuer, ich muss volle Geschwindigkeit nutzen. Volle Geschwindigkeit. Ja, ich bitte die ganzen 15 km/h. Ja. Ich bitte dich. Das muss gehen. Und Schwein gehabt. Ja. Gut, ein bisschen Glück musst du auch haben bei dem Spiel. Das ist letztlich nicht. Weil du in der Berg wieder bist, ne? Jetzt hat er geschossen, jetzt kann ich raus. Ja, warum? Achso, der muss es laden. Genau, der muss nachladen. Drei Abschüsse. Also man muss sagen, 3 ist echt selten. Ja, das ist also mit Auto schon gut. Nein, selber. Das war auch nicht so richtig gezählt. Ich habe einfach aus der Distanz mit meiner Mindestgeschwindigkeit. So, da haben wir einen Jagd. Und noch ein schönes Heck. Von frontal wäre der ein bisschen schwieriger geworden, aber jetzt, ja, er hat schon wenig. Komm, lad nach. Und. Yes! 4 Stück. Okay, alles klar, jetzt ist er weg. Jetzt steht es 13 zu 10 für uns, richtig? Ja, nur noch 2 von denen. Also ich glaube, wir haben noch 5. Jetzt könnte ich auf die Basic fahren, aber weißt du was? Da hinten, da kann ich schön von hinten abräumen. Da sind ja noch meine Kollegen und die halten die wunderbar auf.
Ja. Eigentlich ist doch so jetzt, also wie gesagt, wenn man jetzt so eine Überzahl hat, hat man doch schon quasi, also eigentlich fast gewonnen, oder? Sicher. Weil ja, eigentlich ist das Ding. Weil man den anderen so unter Druck setzen kann, jetzt mit so einem Panzer. Aber siehst du, ich muss wieder weit ausholen, damit ich nicht vorne vor seiner Nase. Das, was Olli jetzt hier gerade macht, sollte man auch nicht unbedingt machen, also Bäume umfahren. Ja, so erwischt, Freund. Meins weiß halt auch Freund. Das fällt auf. Du siehst ja irgendwie am Hobbit von da fällt ein Baum um. So. Warte mal, die haben sich da alle abflachen lassen. Was machen die denn da? Oh, das war's mit deinem Team. Das ist schlecht. Thorsten Küchler-Kollegen. Ja, jetzt sind sie vor allem. Kacke, das ist unentschieden. Ja, das Blöde ist, ich kann nicht einfach um das Gebäude rumfahren, weil der hat einen Turm, ich nicht. Ich kann nicht einfach ganz nah ranfahren. Also er ist schneller im Drehen. Ja, richtig. Du müsstest jetzt quasi erst so. Du musst jetzt nachdrehen, genau. Lass mal auf, schau mal erstmal rechts. Vielleicht komme ich da an ihn ran. Er zeigt sich da so ein bisschen. Nee, fährt wieder zurück und dann komme ich. Da komme ich doch nicht durch, oder? Komme ich da durch vielleicht? Man kann ja inzwischen schieben, dank. Physik? Ja, dank Physik, ja, genau. Aber nee, hat keinen Sinn. Bis ich da durch bin, da fahre ich. Die ruinierten Panzer wegschieben. Das fällt ja, das dauert ewig im Feld auf, oder? Das müssen wir linksrum machen. Du hast doch keine Eile mit deinem. Oh, nee, den hat gar keine Eile. Oben, guck mal, der wird gekappt, unsere Base. Wo steht? Ach, da. Oh, Kittnis. Jetzt aber. Oh, komm, egal. Ich habe mein Dings reingesetzt. Ah, okay, ja. Ich habe meine Reparaturwerkzeug dann ja kalter wieder. Also ich muss mich ja bewegen, aber der Schuss ist abgeprallt. Das wird doch ein bisschen knapp werden hier, oder? Oder ist die Base wieder von uns? Ja, wird knapp, verdammt knapp. Warte mal, jetzt. Komm. Jawoll! Das Fahrzeug ausgeschaltet. Freund. 5. Genau. Jetzt bist du noch scheiße, ne? Ja, ich bin nämlich alleine. Da ist ein Kumpel noch von mir dabei, ne? Das sagt doch einer, das ist ja irgendwie ein diabolisches Spiel, ne? Nee, das ist noch ein Kumpel von mir da. Aber es ist fast gekappt. 74, 75. Da oben sagt. Jetzt hat er dann aufgeklärt. Ja. Ranzoomen. Und? Oh. Und? Ach, Kette! Warum bist du nicht die Kette? Warum die Kette? Ja, weil stehen bleiben soll er ja nicht. Ja, doch, jetzt muss ich. Was? Abschüssen? Ja. Nein. Nee, 10 Stück. Aber geil. Geil. Das ist echt geil. Kommt selten vor. Das heißt, du hast es gewonnen quasi. Das war eine sauknappe Runde. 6 Abschüsse. Das bedeutet Kriegermedaille. Ja. Man sieht es ja auch auf dem Result-Screen. Ach so. Ja. 3 Medaillen habe ich. Ich glaube, ich bekomme nie Medaillen, glaube ich. Oh. Nur so blöde immer. Aber so Scheife und so. Was rekordverdächtig ist, ist definitiv über 5000 Erfahrungspunkte in einer Runde. Richtig. Mein gut, man muss sagen, ich habe ja Premium-Account jetzt hierbei auch. Den habe ich mir gegönnt mal für einen Tag mal wieder. Und ich habe dieses Event mitgenommen. Ich glaube, die Kriegermedaille war es oder so. Die hat jetzt mal 2000 Erfahrungspunkte Bonus gegeben. Okay. Aber selbst ohne die mit 3000 bist du schon echt oben dabei. Das ist klar, das ist sehr schön. Einmal das und das, okay, das war jetzt nicht deine erste Schlacht des Tages. Da ist der nochmal ein Faktor 1,5 gehabt, glaube ich. Ne? Nee, doch war, glaube ich, erste Schlacht des Tages. Doch, schau. Ist ja wurscht. Auf jeden Fall. Ja. Ist auf jeden Fall so eine Partie passiert mir natürlich auch nicht oft. Ne? Aber ich habe in der Regel immer zwischen 1 und 3 Abschüssen pro Runde, das auf jeden Fall. Man versucht ja immer. Ich hatte auch schon mal 3. Sind den Einsatz aber halt mit meinem 2er-Panzer da. Du, ich hab mit meinem mittleren Panzer nicht immer Abschüsse. Darum geht es mir auch gar nicht. Also ich bin da auch oft einfach auch so Richtung Aufklärer auch mal unterwegs. Und das bedeutet, dann bekomme ich auch Punkte für. Es geht am Ende immer nur um die Punkte, die man. Also ist es quasi letztendlich auch so, dass man eigentlich fürs Team spielt am Ende des Tages und es nicht darum geht, oder nicht immer darum geht, da selber irgendwie möglichst viele Abschüsse zu kriegen. Also die Abschüsse an sich sind zwar nett, aber das ist nicht das Einzige, was zählt. Schaden anrichten ist wichtig, ne? Aufklärung ist zum Beispiel wichtig und auch Komponenten zerstören und so weiter. Hast du zum Beispiel einen Panzer, womit du einem gegnerischen Panzerjäger die Ketten wegschießt und der steht dann dumm auf dem Feld rum und kann nicht drehen, ist das unter Umständen viel hilfreicher, als vielleicht irgendeinem Pille-Palle-Panzer dann noch den Rest zu geben, der da irgendwie noch 5 HP hat oder so. Ja, klar. Es ist immer ein Abwägen von dem, was sinnführend ist und die Runde zu gewinnen ist sowieso immer besser als zu verlieren. Ne? Das ist, finde ich, ein schönes Schlusswort. Die Runde gewinnen ist besser als verlieren. Dann hoffe ich auch mal, dass ich nächstes Mal auch eine Runde gewinne. Als verlieren und viele eigene Abschüsse gesammelt haben. Ja, klar, logisch. Das meinte ich damit. Es ist nicht so wichtig, die eigene Leistung, sondern dass man halt als Team dann gewonnen hat. Na klar. Ne? Und jetzt hoffe ich, dass ich nächstes Mal auch gewinne und vielleicht auch mal selber so eine tolle Partie hinbekomme und wir das auf Video aufzeichnen. Wahrscheinlich müssen wir es 300 Mal versuchen. Und dann irgendwann tue ich so, als ob es sofort geklappt hätte. Ihr wisst ja nicht, wie viele Aufzeichnungen wir heute schon hinter uns haben. Genau. Wir sagen es keinem. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.